Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Northgard Geschichtsmodus. Wir sind in Kapitel 7, Jotunheim. Auf unserer Reise zum Runenstein von Asgard müssen wir Jotunheim durchqueren, das Land der Riesen. Die Jotnar sind ein friedfertiges Volk. Was kann schon schief gehen? Swan, der wortkarge geistliche Anführer der Rebellen des Eber-Clans, ist ein Weiser und Krieger. Er führt ein einfaches Leben in Einklang mit der Natur und den alten Sitten. Sein Aufstand gegen Heftrung stand vor euren Einschreiten kurz vor der Niederschlagung. Da ihr einen gewaltsamen, gemeinsamen Todfeind habt, ist er mehr als gewillt, euch zu helfen. Alles klar, wir reisen nach Jotunheim. Spiel starten. With a serene face betraying no inner turmoil, Svarn, the rebel Boer leader, detailed Vedrung's plan. Although I could feel something boiling deep within him. The tyrant intended to destroy Bifrost, the legendary bridge to Asgard, for reasons unknown. But this would bring about Ragnarok, the end of the gods and of our time. Svarn's rebellion existed solely to prevent this. Bifrost lay hidden somewhere deep within Northgard. Svarn hoped to learn more by deciphering the gigantic runestone of Asgard, an ancient frieze said to have been engraved by Odin himself. It was the beginning of a very long journey, and the first step was to cross a region called Jotunheim, the land of giants. Das Land der Riesen. Okay, er möchte Bifrost zerstören. Jetzt spielen wir jetzt Eberclan. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So. Das ist also Jotunheim. Wir haben schon mal Jotnar getroffen. Die Durchquerung ihres Gebietes bereitet mir Sorgen. Nein, Fäustchen, es ist ganz offensichtlich, dass die gesamte Schafswolle und das Fleisch rechtmäßig uns gehören. Die Tiere und das Gras, das sie fressen, gehören uns. Also es ist nur fair. Skirmir, okay. Fair, dass wir von dem profitieren, was sie produzieren. Was? Ihr solltet dankbar sein. Wir belohnen euch nicht nur für eure mickrige Arbeit, sondern verteidigen euch und die Schafe auch noch vor allen Gefahren. Vorsinn, belohnen? Meine Männer verhungern regelrecht. Ihr sitzt den ganzen Tag nur rum und labt euch an unserer mickrigen Arbeit. Wir hüten die Schafe, wir füttern und kleiden euch, also sollten wir von all ihren Erzeugnissen profitieren. Ah. Seid gegrüßt, Jotnar. Ich bin Rick, Sohn des verstorbenen Hochkönigs Hagorov. Wir kommen in Frieden und bitten euch nur darum, dass ihr uns durchlasst. Wir haben jenseits von Jotunheim dringliche Angelegenheiten zu regeln. Schweigt, Mensch, ich kenne euch nicht und es interessiert mich nicht. Wow. Halt, Skimir, ich habe eine Idee. Warum fragen wir nicht den Menschen, wer im Recht ist? Dieser Streit dauert schon viel zu lange. Ich würde lieber nicht Partei ergreifen. Wir wollen eigentlich nur passieren. Wir lassen euch durch, wenn ihr eine Seite wählt. Wow. Für mich ist ganz offenkundig, dass der Besitzer der Schafe und des Landes die Vorzüge ernten sollte. Sie gehören rechtmäßig ihm, gar keine Frage. Das sind die Worte eines verzogenen Kindes. Besitz ist einfach nur eine weitere Methode zur Unterdrückung der Arbeiter. Ich schlage vor, sie teilen die Arbeit und den Profit. Wir müssen bloß eine Liste der Aufgaben und ihrer Fristen etablieren und die Produkte dann gerecht aufteilen. Wobei, einfache Lösung, wir hacken alle Schafe in zwei Hälften und machen halbe-halbe. Ich finde, der freie Wille des Schafes sollte dabei ebenfalls mit in Betracht gezogen werden. Vielleicht sollten sie entscheiden, wer ihre Erzeugnisse bekommt. Hä?
Halt, warte, darüber muss ich nachdenken. Sollen Wolle und Fleisch bei uns landen, die wir schwer arbeiten und die Schafe schützen und uns um sie kümmern? Oder bei uns, dem rechtmäßigen Besitzern der Schafe und des Landes, das wir von unseren Vorfahren geerbt haben? Und nein, wir werden nicht mehr teilen. Das wäre Verrat an den Bemühungen unserer Vorväter. Also, was soll es sein? Wählt eine Fraktion, der ihr helfen wollt, die andere zu zerschmettern. Oh Gott, Vollsinn ist der Anführer der hart arbeitenden Bevölkerung von Jotunheim. Sie glaubt, dass ihre Anstrengungen bei der Verteilung von Gütern größeres Gewicht haben sollten als ererbter Besitz. Skirmir ist der König Jotunheims und rechtmäßiger Besitzer des Landes. Sein Volk ist fest davon überzeugt, dass es allein durch diesen Umstand das Anrecht auf die Erzeugnisse der Schafe hat. Wow. Was nehmen wir? Wählt eine Fraktion. Ja, die einen arbeiten und die anderen streichen einfach nur den Loot ein, ne? Den nehmen wir. Wolfwind und Skirmir. Kann man nehmen. Fraktion beitreten. Ich finde, Vollsinn hat recht. Obwohl sie nichts besitzen, sollte ihre harte Arbeit sie zum überwiegenden Teil der Vorzüge berechtigen. Skirmir kommt mit einem Bruchteil der Nahrung zurecht. Die Menschen schließen sich also den undankbaren Pöbel an. Macht euch auf den Zorn der rechtmäßigen Herren dieser Region gefasst. Dieser Dreckskerl Skirmir wird wie immer mit Gewalt reagieren. Wir müssen ihn stürzen und auf eine bessere Zukunft hinarbeiten. Ihr könnt euch auf Jafnar, den Helden des Volkes und einen ganzen Haufen Ressourcen verlassen. Falls unser Held fällt, haben wir nicht den Hauch einer Chance. Jafnar muss um jeden Preis am Leben erhalten werden. Okay. Der Clan von... Der Eberclan ist ein wildes Volk. Also ich hab's heute wieder mit lesen, ne? Das von den Gaben der Natur profitiert. Das geht jedoch auf Kosten seiner Fähigkeiten in den Bereichen Handeln und Bauwesen. Außerdem sind seine Angehörigen unvergleichlich gelehrsam. Nutzt also ihre Heilkundigen, um euer Wissen schnell zu erweitern. Alles klar. Wir haben auf jeden Fall Jafnar und wir haben Sworn. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir mal mehr Leute reinkriegen. So, wir brauchen das. Und wir brauchen auf jeden Fall noch Holzfäller. Vernichtet die feindliche Fraktion, damit eure Armee die Region durchqueren kann. Erhaltet euren Jotunhelden um jeden Preis am Leben. Manchmal greifen sie mit ihren gewaltigen Kriegshammer an und fügen allen Feinden in der Nähe. Ah, okay. Okay. Mit dem sind wir im Krieg. Anführer des Ziegenclans. Derzeit ist der Handel ausgesetzt. Alles klar. So, wir können auch handeln. So, wir müssen aber erstmal hier. Einmal Speer brauchen wir. Wir sind auch am Wasser. Das heißt, wir können auch... Das sind die Heilkundigen. Ich würde auch sagen, wir machen mal einen Hafen. Und es gibt mal ein Festmahl. Komm, alle happy machen. If you're happy and you know it, yeah? So, das sind Freunde, das sind Feinde. Das sind unsere Freunde. Mit denen müssen wir handeln. Das heißt, wir brauchen einen Handelsposten. Und die sind böse. Das sind Freunde, die anderen sind böse. Da ist nichts drin. Das können wir mal machen. Das heißt, wir können hier angeln. Nochmal ein bisschen Holz. Vielleicht nochmal einen Holzfäller rein. Hier ist auch nichts, ne? Ja. Dann machen wir das auch gleich. Dann haben wir wenigstens schon mal die
das erste Stückelchen. So. Das heißt, wir brauchen eine Angelhütte. Ganz normal. Da ist ein neuer. Der muss damit rein. Brauchen wir Holz. Essen ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil wenn sobald die Hütte da fertig ist, macht Dorfbewohner Zeit, die Verwundete oder Kranke und ihren freien Zeit Wissen sammeln. Achso, die essen, sammeln kein Essen, sondern Wissen. Ah. So. Holz. Da ist kein Erz. Fischerhütte. Komm, ran da. Einmal. Zweimal. Da ist ein Jötun. Warte mal, das sind hier Jötuns und das hier sind auch Jötuns. Oder? Aber der sieht aus wie von einer anderen Fraktion. Ja, das sind die anderen. Das sind die mit dem Knochenschädel drauf, ne? Ja, das sind nicht unsere Freunde. Gott, wie kriegen wir die denn? Ey, da brauchen wir auch definitiv erstmal einen Krieger für. Obwohl, wir haben ja zwei. Sollten vielleicht dann nochmal... Herr Speer, können Sie mal das Ding hier aufmachen? Haben wir hier noch einen... Da, geh mal ran da. Ja, ist besser, wenn ich weiter nicht so weit weg bin. Vielleicht sollten wir erstmal noch ein paar Krieger und so. Aber es wird schon geböllert. Hier ist auch noch nicht alles offen. Ich habe da gar keinen reingesteckt. Ja. Gut, Erfahrung. Ja, komm. Und go. Baus noch. Ich glaube, die junge Frau muss ja erstmal da rein. Wir brauchen Steine. Wir können ja nicht aufwerten, nix. Muss ja erstmal alles gemacht werden. Handelsposten brauchen wir auch noch, ne? Ja, die brauchen wir noch. Kannst du gleich auch noch mitbauen. Können wir mal gucken, was der kann. Im Notfall können wir sie ja immer noch rausziehen. Randa. So. Ja, der haut ganz schön zu, der andere, ne? Wow, 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 wow. Macht nichts. So, wenn er liegt. Wow. Nehmen wir gleich einen. Machen wir aber erstmal unten. Heilerhütte haben wir schon, ne? Ja, komm, du kannst mal heilen. Zack.
So. Ich würde sagen, wir bauen erstmal hier die ganzen Essenssachen aus. Haben wir eigentlich noch irgendwo ein Stück Wald? Das hier könnte Wald sein, ne? Hier ist auf jeden Fall ein Jagdgebiet. Da ist nichts drin. Ah, das nehmen wir noch eben ein. Angeln? Nee, angeln ist da nicht. Vielleicht ist das hier Jagd und Wald oder so? Kein, nee, wenn es. So, ich brauche einen Dorfbewohner. Oh, wir brauchen mal einen da. Kannst du mal da machen? Jagdgebiet. Oh, wie geil ist das denn bitte? Ist da auch Fisch? Ne, ist hier irgendwo Fisch? Ne, ist kein Fisch. Ja, brauchen wir auf jeden Fall noch Jagd. Haben wir auf jeden Fall Beet, Holz und da müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal unsere Bude da ausbauen. Ich glaube, im Winter gibt es hier nicht so viel Grünzeug. So, du da rein, schlichteres Leben, genau, brauchen mehr Holz, die Angel, das ist super, hier muss noch eine Jagdhütte rein, haben wir genug Holz? Junge, geh mal rein da. Was ist das? Wald? Oh yeah. Euer Clan friert. Ja, wir machen. Wir arbeiten dran. Ist da einer nur drin? Ne, da sind zwei drin. Komm. Damit die mit dem Holz hinterherkommen. Angriff der Riesen. Wir müssen uns gut auf den nächsten Angriff. Riese haben es wirklich in ihre Feind, schickt Jutna, um uns zu vernichten. Wir sollten uns auf den Angriff. Okay. Okay. Ich hoffe, dass wir bis dahin. Dass bis dahin unser Riese voll geheilt ist. Du musst da rein. Du musst da rein. Ich glaube, das kann unser Sworn alleine. Weil ich möchte den Wald haben. Hier ist Eisen und Wald. Wo ist nun mein Speer? Da oben. Wäre noch irgendwas zum Aufdecken? Nö, jetzt gerade nicht. Schiff. Aber hier. Eisen und Wald. Das ist auf jeden Fall cool. Das ist richtig cool. Haben wir Schaf oder so? Nö, haben wir nicht. Das haben wir, das haben wir. So, da wird noch mehr eingedingst. Ja, uns fehlt halt noch ein Holzfäller, ne? Hier, der Bonus wäre natürlich nice. Vom Wald, hier. Holzproduktion um 10% erhöht. Unser Feind schickt Jötner. Na, mal gucken, wo sie kommen. Okay.
gleich mal gucken, ob ich hier meine Leute retten muss. Er ist voll geheilt, das ist super. Ich höre was. Das sind unsere. Ach, die kommen gleich erst. Die kommen gleich erst. So. Einmal hier. Ja, das wird er wohl alleine schaffen, der. Ja. Warte. Komm mal her, wo ist hier einer? Ich werde definitiv mal einen Turm da reinballern. Tana, okay. So, Zivilisten kriegen auch noch mal ein bisschen Power. So. Das. Und jetzt fehlt noch mal 25 für... Die Sachen sind billiger, ne? Ach stimmt, die haben es ja nicht so mit dem Bauen. Deswegen ist es, glaube ich, ein bisschen billiger alles. Na dann. Gebe mir 25 Holz für noch eine Holzverlaute. Und ich würde ganz gern noch ein Wohnhaus da reinstellen. Gebe mir... Komm her. Du musst da rein. Und ich brauche nochmal... Hä? So, du musst deinem Chef hinterherlaufen, ne? Wenn ich jetzt wüsste, wo der Chef ist. Ach, da. Alle hier bleiben. Ich weiß ja noch nicht, wo die gleich rausgestürmt kommen. Ah, komm, machen wir noch ein Wohnhäuschen hier rein. Bergwerk läuft. Genau. Einmal mit. Wie sie alle hier eingespannt werden. So. Komm schon mal da rein. Hier sind keine Fische. So. Da ist er. Der muss da eher mal drauf kloppen. Aber die Kleinen werden sonst sterben. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wo der auch langlaufen kann. Bedeutet, wir müssen hier definitiv erstmal einen Turm bauen. Ach ja, Haus aufwerten. Da. Holz. Machen wir gleich. Juh, also mit dem Großen geht's. Also der Große darf uns nicht sterben, so wie es aussieht. Ja, wenn wir uns jetzt erstmal, glaube ich, den Weg nach oben zu den anderen.
machen und... Haben wir eigentlich schon Handelsposten? Ist noch gar nicht gebaut, ne? Ne. Ich den hier rein. Komm mal her. Wir brauchen noch ein Silo für den Fall. Sieht interessant aus, das Riesenschwert. Dieses Relikt der Jüttner könnte uns mehr über ihre Geschichte verraten. Okay. Verstanden. Besiedeln wir das Gebiet und lassen wir es von unseren Meistern der Lehren untersuchen. Alles klar. Bedeutet, wir müssen da erstmal einen Weg hoch. Hier haben wir... Das ist noch ein Feld. Was heißt das? Ja, wir brauchen mehr Gebiete. Du gehst erstmal wieder mit hier rein, würde ich sagen. Oder habe ich hier noch mehr zu bauen? Hier. Geh mal hier hin. Hier bauen wir gleich noch einen Turm mit rein. Machen wir mal das. Mein Speer ist tot. Ich habe immer noch keine Holz. Ach so, ja. Jetzt warte ich, bis ich 100 Holz habe. Damit ich mein Gebäude aufwerfen kann. Mann, ist wieder verkackt eben. Das ist, wenn man immer zu viel will, ne? Das ist, wenn man zu viel will. Findet eine friedliche Lösung für den Konflikt, indem ihr das uralte Wissen der Jüttner erfüllt. Ah, okay. Also werden wir jetzt... Oh, 5000. Und das Schwert ist ja hier. Das dauert, bis wir da rankommen. Das dauert ein paar... Obwohl, so weit ist es gar nicht. Da, da und dann da. Aber das sind Walküren, ne? Walküren sind nicht gerade die Liebsten. Essen haben wir genug. Komm, go. Gehen wir mal da rein. Wir brauchen, glaube ich, auch noch... Können wir mal hier eine Brauerei reinbauen. Komm mal her. Du bau mal hier. Und ein Wohnhaus vielleicht nochmal. Obwohl, nee, Wohnhaus brauchen wir nicht. Wir haben ja... Schnell, bevor Tana wieder mal irgendwas baut. Schnell auf... Und dann brauchen wir 50 Holz dafür. 170. Geht. Jetzt müssen wir gleich ein bisschen sparen, weil es kommt der Winter. Also bauen wir... Da haben wir einen Turm. Bauen wir hier noch einen Turm rein. Das hat sie natürlich genau zum Winterstart. Ja. Scheiße. Habe ich noch einen Dorfbewohner hier? Ja, kannst du mal bitte noch mit Holzfarm gehen? Und wenn sie fertig ist hier, einmal schnell den Turm bauen. Gehen wir darüber. Da kommt jetzt noch ein Holzfäller, dann sollte das hier wieder passen. Ja. Verbrauch. Die sind noch nicht happy.
müssten eigentlich auch gleich die Gegner kommen, ne? Da sind unsere Freunde. Und da müssen wir hin. Da ist niemand drin. Ich will jetzt ungern das Essen. Da kommt er nämlich. Guck mal, da kommt er. Dann lassen wir den nämlich mal eben an den Turm zuerst, wenn wir Glück haben. Und dann schaffen wir erstmal den Dorfbewohner raus. Komm mal schneller. Raus. Auch raus. So. Können wir dich da reinmachen? Wenn die Leute happy sind, machen sie auch besser. Verbrauch ist ein bisschen höher wie unser. Habe ich hier nicht irgendwie die Möglichkeit, noch ein Gebäude aufzuwerten? Oh, 100 Holz. Ja, okay. Das ist, glaube ich, ja. Du machst Bier, wenn die Leute glücklicher sind. Wir haben, glaube ich, auch ganz wenig Dorfbewohner nur, ja? Händler haben wir auch noch keinen. Ah, guck mal. Das Ding ist kaputt. Dann muss in die nächste. Das Eisen. Geh mal Eisen abbauen. So. Der dahin. Wenn er. Ja, jetzt können wir es auch besiedeln. Jetzt können wir das auch machen. So. Ich würde dann gerne... So, wir handeln jetzt mit... Ach, wir haben Tauschhandel noch nicht gelernt. Nein. Egal. Du gehst noch mit Angeln. Dann geht das schneller. Guck mal. Können wir das auch aufwerten? Ne, da fehlt uns wieder das Holz. Vielleicht sollten wir das Holzfällerlager aufwerten. Schmeißen wir da nochmal ein Holz. Wir haben nur noch einen Speer, ne? Wo ist denn mein Dorfbewohner? Ach, da. Wann kommt der nächste? Es dauert ein bisschen. Ach, wir haben gerade jetzt einen rausgedrückt. Komm, geh mal dahin. Und wir machen wir das Feld frei oder machen. Ne, hier gibt's Material. Komm. Jetzt dauert noch ein bisschen. Du bist. Nee, du bist nicht verletzt. Du bist verletzt. Du kommst wieder rein. Würde ich sagen, bauen wir noch ein Schildknappenlager. Hier muss auf jeden Fall ein Turm hin. Ein Axtwerfer. Und noch ein Ausbildungslager. Und der nächste, der rausgesprungen kommt hier, muss bauen. Damit wir die Armee auffüllen, weil sonst brauchen wir da oben nicht reinlaufen bei dem Typen.
müssen unbedingt ans Schwert. Wo bist du? Na, komm mal her. Wo habe ich dich denn? Mal hier. Wobei ich glaube eher hier. Erst da. Wenn der Riese gleich kommt, dann muss der Turm stehen. Genau. Da ist eine Valkyrie drin. Machen wir es so. Wir stellen den Krieger hier ab. Und ihr drei geht zur Valkyrie. Auf die Valkyrie. Ah, da steht auch noch einer drin. Da steht einer drin. Ist ja nicht so tragisch. Hauptsache, wir kriegen erstmal das Schwert. Mein Speer ist tot. Speergebäude aufwerten. Wir brauchen fünfmal Stein, ne? Haben wir noch irgendwo Stein hier zwischen auf den Feldern? Das haben wir abgebaut. Da ist Eisen und noch ein Wald. Wo? Ah, da kommt einer von denen. Was ist denn hier noch? Stein. Ich habe keine Ahnung. Geheilt werden. Fische, Eisen. Eisen. Überhaupt kein Stein. Vielleicht hier drüben irgendwo. Der ist da. Okay. Was willst du da auch? Ach ja, ist auch noch überall aufdecken. Ja, Stein, ne? Hat sie ja alles fertig? Ja, guck mal hier. So, du bist aufgeladen. Ja, ohne Stein geht hier gar nichts. Warte mal, lass uns mal einen Händler posten. Aber wir haben auch keine Kohle, also von daher. Wo ist denn unser... Altar der Könige. Produktion und Zufriedenheit plus 50%. Da. Nur Stein. Geht nicht anders. Wir müssen unsere Essensbestände erhöhen. Die hat nichts zu tun. Mal hier mit rein. 3,30 brauchen wir. So, hast du hier hinten noch Steine? Zeig mal.
Nö. Da geht's. Doch, hier unten geht's weiter. Wo ist er? Komm nun mal her. Mach doch mal bitte für mich die Seite hier auf. Ja, mach bitte mal die Seite. Ja, hier hat er aufgebrochen. Ja. So. Handeln können wir immer noch nicht, oder? Nee. Aber wenigstens haben wir da einen drin. So, jetzt kriegen wir Freunde. Was schickt er denn los? Ach, noch gar nicht. Wir brauchen das Schwert. Haben wir noch irgendwas zum Aufwerten? Das ist aufgewertet. Das könnte man aufwerten, wenn man 10 Steine hätte. Sumpf. Wenn wir den einnehmen könnten, wäre ja. Holz haben wir. Was, was? Mine ist. Komm, geh du mal mit sammeln. Und einer der Holzfäller geht auch noch mal mit sammeln. Bei minus 1, damit kann ich, oder kann ich mit leben. Aber wir brauchen Essen. Damit wir das Schwert einnehmen können. Ein Seefahrer, 2 Heilkundige, 4. Ja. Ja, ja. Wo? Okay. Das ist nix. So. Warten wir am besten mal kurz die. Wobei, komm, das schaffen wir. Die haben wir plus 5. Das schaffen wir. Doch jetzt zur Untersuchung des alten Artefakts. Ja. Ich wollte gerade 2 Dorfbewohner markieren, die. So. Du. Da. Die beiden bleiben da drin. Ich mach nur einen erstmal. Weil Winter. Wobei der Winter ist jetzt vorbei, ne? Ja, komm hier. Und du auch noch ran. Bau erstmal. Bevor du da dran gehst, erstmal bauen. Oh, da kommen sie. Oh ne, die wollen woanders hin. Wo gehen die denn hin? Meine Bauern hier raus. Schnell! Wo seid ihr? Na komm, die Bauern müssen rein. Ja, die greifen sofort die Bauern an.
Die Dorfbewohner schon mal hier hin. Alter. Tauschhandel, da, den brauchen wir. Achso. Du gehst schon mal da. Du kannst jetzt mit deinen Freunden handeln. Wir brauchen nämlich einen Turm. Neun. Ich brauche auch einen neuen Krieger, da habe ich überall keine Kohle für, ne? Nee. Ach so. Ja, Uschi, du musst... Oh, das ist sogar Schafe. Du gehst gleich wieder dahin. Die geht auch wieder hier runter. Jo. Ach, da könnte ich sogar drei reinpacken. Ja komm, dann geh du auch noch rein. Da sind drei, da sind drei. Da sind nur zwei. Komm her. Wir müssen das hier. Und da müssen wir das da leer machen. Da ist Stein. Guckt euch das an. Wir brauchen den ganzen Stein zum Aufwerden. Und hier muss der Turm wieder hin. Ach so, der Speer kann nichts mehr machen, ne? Haben wir alles offengelegt jetzt? Nö, eigentlich nicht, oder? Ist alles offen? Ja, scheint so, ne? Jo. Insel scheint offen. Haben wir noch einen Schatz irgendwo? Ja, ganz rechts ist noch einer, ne? Ja, solange bis das fertig ist, könnte der Speer auch einfach sammeln gehen. Sehr, sammelt, meine Lieben, sammelt. Sind wir Freunde? Ja, es dauert. Ich glaube, wir müssen... Oh, kommen gleich wieder zwei, ne? Ich will das Gebiet da haben. Ja, wir handeln ja auch. Das ist ja... Mir ist aufgefallen, dass ihr in letzter Zeit zu
seit viel Nahrung mit uns gehandelt habt. Mensch. Stimmt. Und, ist das schlecht? Ganz im Gegenteil, es hat mich auf eine Idee gebracht. Wenn ihr mehr liefern könnt, viel mehr sogar, dann wären wir vielleicht in der Lage, Skrymirs Truppen allein zu bekämpfen. Wenn wir also genug Nahrung liefern können, lasst ihr uns dann durch? Ja, ihr werdet es nicht bereuen, wir sind nämlich nicht arm. Ah. Ich gebe mein Bestes. Ich versuche mein Bestes, meine Lieben. Ne? Aber wir müssen halt erstmal hier an die Steine. Handelt so lange Nahrung mit euren Jüngern verbündet, bis sie euch passieren lassen. Ja, das dauert auch noch ein bisschen. Das heißt, ich brauch noch einen Händler. Aufwerten. Das geht noch nicht. Zum Aufwerten brauche ich das da. Wo die Riesen kommen. Wo laufen die ein? Ich weiß es noch nicht. Aber unsere Leute müssen da rein. So. Krieger ist gleich down. Ja. So, drauf. Den schicken wir schon mal zum Reparieren. Ach so, das ist eine passive, ne? Ja. Er rennt. Gut. Wo sind meine beiden? Achso, da. Ginners, ihr müsst wieder daran. Kommt. Ist hier noch einer drin von uns? Nee. Pelzmantel. Jetzt können wir mal essen und Holz. David gehandelt. David gehandelt. Ja, wir brauchen 5000 und 5000, ne? So, dann gehst du noch mit damit ran. Da ist noch was drin. Ihr geht mal dahin. Was brauche ich? 530. Ach du liebes Lottchen. Hier sind Schafe, ne? Können wir auch schon mal leer machen. Wir brauchen unbedingt mehr Essen. Obwohl, hier spawnen ja eigentlich keine Valkyren nach. Verhältnis mit den Riesen, 10%.
Ja, das dauert noch einen Moment, bis er die schickt. Essen läuft, das läuft. Ihr sammelt alles schön, das ist gut. Produktion von Kohle läuft auch. Hier sind überall Türme, das ist gut. Den hier müssten wir uns gleich noch holen, weil da gibt es auch nochmal Stein. Hier ist ein Feld, da können wir nochmal Essen machen. Ja, wir brauchen 530. Ja, ich denke, jetzt im Winter wird das wahrscheinlich nichts. Ich glaube, die Runden werden jetzt auch immer länger, ne? So. Alles klar, dann gucken wir mal. Es geht plus 20, sollte ein bisschen schneller laufen. Dann holen wir uns, wie gesagt, ich würde vielleicht fast sogar sagen, wir holen uns erst das Beet, um mehr Nahrung zu produzieren, damit wir umso schneller einnehmen können. Ja, ich glaube, das machen wir auch. Wir holen uns erst das, dann haben wir die Schafe, die können wir direkt schlachten. Können wir das? Ich glaube ja. Und dann holen wir uns die Steine, bauen da einen Bergbauteil drauf und dann ist... Und dann bereiten wir uns auf den Kampf gegen den Gegner vor. Wa? Eine friedliche Lösung für den Konflikt, indem wir das uralte Wissen... Ja, ich glaube, mit dem Wissen, wenn das voll ist, vielleicht gibt es da wirklich eine friedliche Lösung. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. So, was haben wir jetzt? Ah, Wissen rennt hier auch gerade. Pro Osmose. Jawohl. Festmahl könnten wir jetzt auch organisieren. Wollen wir jetzt aber gerade nicht. Ich brauche es. Ne? Dann machen wir nämlich das hier fertig. Gleich. Und dann gibt's. Können wir uns schon mal. Wo sind denn meine Dorfbewohner hier? Da ist einer. Ja, lass ihn erstmal sammeln. Müssen ja eher erstmal einnehmen. 5,30 ist schon eine Menge. Silo auf jeden Fall bauen. Ach. So, nehmen wir einmal ein. Muss man gleich mal gucken. Hier kommen gleich wieder die Krieger. 3 Stück kommen. Halleluja. Ja dann, ich glaube, wir brauchen mal ganz schnell den ein oder anderen Krieger noch. So, und dann alle zusammen. Wo gehen die rein? Ich glaube, die laufen hier hin. Alle hier hin. Ich glaube. Die Farmer erstmal. Ja, doch. Hier. Alle rein da. Habe ich noch mehr Platz für Krieger? Ja, müsste. Nein! Oh, Alter, was? Oh, die haben mir gerade mein Feld. Was?
Ich hab noch zwei Krieger. Rein da. Schon mal den da töten. Komm, haut ihn weg. Komm raus hier. Rein da, schnell. Laufen die anderen hinterher. Kriegs. So, mach mal schön Schaden hier. Alter, das gibt's doch alles nicht. So, wo sind meine Farmer? Hab ich noch Farmer? Nee, die Bauern sind alle tot. Oh. Kriegshäuptling, aber... Genau. Du bau mal den Turm wieder auf. So, weg mit euch. Gleich weg mit euch. Du baust hier. Und hier, ja, komme ich noch nicht dran. Da brauche ich 650 für. Dich nehme ich auch gleich mit hier hin. Alter. Da ist einer drin. Hier ist einer drin und zwei Wölfe. Hier ist ein Jotun und eine Valkyr. Da ist ein Jotun und zwei Wölfe. Ja, die müssen vielleicht vorher noch weg. Da ist Eisen. Aber Eisen haben wir. Wir brauchen Stein. Der ist, glaube ich, gleich fertig. Reparier den mal kurz. So, rein da. Rein da. Können wir nicht aufwerten, ne? Nee. Das Ding brauchen wir. Alter. Ja, und wir brauchen mehr Soldaten. Die kommen gleich wieder mit drei Leuten. Die kommen gleich wieder mit drei Leuten. Wo habe ich denn meine ganzen Soldaten hier? Da. Alle mal zu. Da ist gerade mal einer geschlüpft.
Ja, jetzt müsste er rein und gleich wieder weglaufen. Hartnäckige Riesen. Oh, jetzt kommen die auch noch da oben. Alle dahin. Oh, warte erstmal, bis die anderen kommen. So, Festmahl organisieren. Kommt der Rest auch noch? Alle da? Nehmen wir den letzten zuerst. Den Kriegshäuptling mal kurz raus. Kriegshäuptling wieder rein. Mein Riesen raus. Ich glaube, wir müssen aber kurz beide rausmachen. Ah, Dorfbewohner, du musst da rein. Alle hier oben hin. Wo ist die Heilerhütte? Der Riese muss zuerst geheilt werden. Heilmedi. Genau, der muss geheilt werden. Wir haben die Kontrolle über das Gebiet verloren. So, jetzt aber. Ja, wir werden jetzt immer öfters angegriffen, ne? So, hier sind zwei drin. Ja, wir werden immer öfter jetzt angegriffen. Axtwerfer. Ah. Das geht nicht, weil wir keine Kohle haben, ne? Ne. Aber Krieger müsste noch gehen. Ja. Na dann. Da ist einer drin und da müssen wir darüber. Thank you.
Nee, die muss erst bauen. Und hier der Trupp. So, ich glaube, der Kriegshäuptling ist verletzt. Der muss heilen. Und der muss heilen. Fertig ist, geht hier gleich wieder dran. Es steht halt gerade alles, ne? Wenn wir jetzt ein Festmahl hätten, würden wir das organisieren. Ach, da sind sie alle. So, machen wir den. Oh, mehr Schaden an Riesen, genau. So, jetzt machen wir erstmal den Riesen hier heilen. Und wir brauchen neue Krieger. Scheiße. Ich brauche mehr Kohle. Aber irgendwie Platz für noch einen. Ja, natürlich auch mal das. Kannst du mal bauen? Ja, aufwerten geht nicht. Wir haben immer noch keine Steine. Ach. Ja, wir müssen. Und du musst gleich handeln. Ah, guck mal, wir können mit denen auch Holz handeln. Super. Ist wahrscheinlich weniger produktiv, wie es sollte. 650. Dann, da sind die normalen. Der König ist. Ist der überhaupt hier drinne? Nö. Von da sind die ganzen Schafe. Da kommst du so eh nicht ran. Da streiten die sich herum, ne? Ja. Das hier besiedeln wäre halt wichtig, damit wir uns heilen können. Habe ich hier hinten eigentlich alle aufs Feld gejagt? Ja, ne? Ja. Ja, aufwerten ist alles nicht, ne? Wir haben keine Steine. Jetzt kommt schon wieder der Winter.
müssen halt wirklich langsam mal. Sind überall drei Bauern? Das sind drei, das sind drei. Ja, hier. Also vor dem Winter natürlich noch die 650 hier reinballern. Das kommt bestimmt gut, aber hier gibt es auch noch mal Stein gleich. Können wir das Jagdding aufwerten. Hier, das Jagdhaus. Wo ist es? Da. Und dann können wir direkt da noch einen reinstecken. Komm her, du musst noch mit dahin. Brauchen mehr Krieger. So. Ich brauche mal ganz kurz einen dahin. Eigentlich müssten wir das hier noch frei machen. Bräuchten unsere Leute nicht immer so weit laufen. Ja, mal eben warten, bis die ganzen Krieger da sind. Die kommen gerade alle gerannt. Ich weiß auch nicht, ob das so sinnig ist, jetzt da reinzurennen, wenn... Wenn jetzt gleich die anderen kommen. Die kommen halt immer öfter, ne? Eure Nahrungsproduktion ist verringert. Ja. Holz ist nicht so tragisch. Holz können wir ballern ohne Ende. Warte mal, das hier kommt nicht dahin. Das packen wir dahin. Komm mal her. Geh mal dahin. Weil dann kann die hier nämlich auch sammeln und immer schön reparieren. So, immer der schießt ja auch immer schön der Turm rein. Komm mal weg. So. Haben wir noch einen Krieger? Reicht nicht. Schildwache. Axtwerfer. Tana ballert schon wieder die ganze Kohle hier raus. Ja, im Sommer ist es halt nicht ganz so schwierig wegen dem Essen. So, wenn alle da sind, greifen wir an.
Wir haben 6 von 8. Eigentlich könnten wir noch 2 nehmen, oder? Zwei Krieger vielleicht noch. Ein. Mehr ist nicht. Dann stürmen wir hier die erste Plattform. Da sind jeweils nur einer. So, wo ist der letzte? Läuft er? Er läuft. Und dann ran da. Sonst haben wir ja das Spielchen noch ein paar Jahre. Wie viele Jahre haben wir Zeit? Gar nicht so viele. So, und ran. Das wird natürlich der ein oder andere fallen. So. Wollen wir mal die geheilt werden müssen, mal raus. Was habe ich verloren? Ein Krieger, ne? Ja. Ein Krieger kann ich mit leben. So. Kriegshäuptling. Go, komm. Bevor die nächsten kommen. Hier ist der letzte. Na bitte, Skremir und seine Gebieter wurden gestürzt. Hoffentlich seid ihr jetzt zufrieden, obwohl ich euch nun selbst verteidigen müsst. Wie schwer kann das schon sein? Jedenfalls ist es immer noch besser, als von faulen Herrschern ausgeplündert zu werden. Ja. Als Anführer meiner eigenen Rebellion kann ich euch nur schwer Unrecht geben. Macht's gut. Mich beschleicht der Verdacht, dass diese ganze Geschichte nicht so blutig ausgehen müsste. Vielleicht habt ihr recht, Mensch, aber das spielt nun keine Rolle mehr. Gehabt euch wohl. Leb wohl. Können wir unsere Reise zum Runenstein von Asgard nun fortsetzen? Ja. Das war's. Wir haben natürlich jetzt den blutigen Weg gewählt. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, wir hätten auch handeln können. Aber es war eine lange Mission. So, mal gucken. Alles klar. Ich würde sagen, da kam jetzt kein Video. Beim nächsten Mal kommt Kapitel 8, Wettkampf. Und ich würde sagen, ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.